Okay. Denn schütte ich ja doch nachher so eine. Na egal. Ich hätte auch nach der Ladezone laden können. Interessant. Jetzt werden wir wahrscheinlich das Leuchtfeuer starten und oder entzünden und dann passiert gar nichts. Ich bin im Moment irgendwie so aus der Sicht von als Zuschauer hier. Habe ich das Gefühl. Deswegen sage ich auch relativ wenig. Vor allem, das Spiel ganz schön Fahrt auf gerade. Oder es versucht. Ihr seid wohl auf. Was ist mit Jorik passiert? Und warum zum Henker steht ihr hier rum wie verdammte Wachsfiguren? Jorik hat uns verraten, Theodor. Was? Er hat Koarex Armee die Aufenthaltsorte unserer Aufklärungsposten an der Küste verraten. Deshalb konnten die Schiffe unbemerkt bis vor die Königsbucht gelangen. Und keine Angst, er ist nur bewusstlos. Kommandantin, schafft ihn von hier fort. Natürlich, Großmeister. Wohin? Irgendwohin, verdammt! Wir kümmern uns später um ihn. Das ist kein Fall fürs Tribunal. Sehr wohl, Großmeister. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Und wo ist Merayil? Am Auge der Götter, mit Magistra Yaela. Es gibt irgendein Problem mit deiner Maschine, aber das sollen sie dir selbst erklären. Jetzt entschuldige mich, ganz arg ist dann Panik. Die Leute werden eine Erklärung verlangen. Dann gib ihnen eine. Folgt mir, Prophetin. Kann ich nicht. Zum Leuchtfeuer. Ich mach mal Rückkehr in Hoffnung, dass der Teleport richtig durchgeht. Pff. Autosave? Autosave. Leuchten Autosave halt wieder. Beim rechten Weg, ihr seid wohl auf. Was ist mit Jorik passiert? Und warum zum Henker steht ihr hier rum wie verdammte Wachsfiguren? Jorik hat uns verraten, Thealor. Was? Er hat Koarex Armee die Aufenthaltsorte unserer Aufklärungsposten an der Küste verraten. Deshalb konnten die Schiffe unbemerkt bis vor die Königsbucht gelangen. Und keine Angst, er ist nur bewusstlos. Kommandantin, schafft ihn von hier fort. Natürlich, Großmeister. Wohin? Irgendwohin, verdammt! Cool gesprochen. Wir kümmern uns später um ihn. Das ist kein Fall fürs Tribunal. Sehr wohl, Großmeister. Spreche es gut. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Und wo ist Merayil? Am Auge der Götter, mit Magistra Yaela. Es gibt irgendein Problem mit deiner Maschine, aber das sollen sie dir selbst erklären. Jetzt entschuldige mich, ganz arg ist in Panik. Wo ist denn die eine eigentlich? Erklärung verlangen. Dann gib ihnen eine. Folgt mir, Prophetin, zum Leuchtfeuer. Kann meine Waffe nicht ziehen. Es ist mir egal, verdammt nochmal, tu es einfach. Ah, jetzt geht's hier. Es doch sage, hier steht kein Wort von irgendeinem Numinos. Na, wenn ihr meint. Dann müssen wir uns wohl mit der Vorstellung anfreunden, dass die Maschine in absehbarer Zeit nicht leuchten wird. Was soll das heißen? Wir haben die Steine. Großmeister! Ja, das stimmt. Wir haben die Steine und sie geben dem Leuchtfeuer auch die Energie, die es braucht, so wie wir es vermutet haben. Aber dieser Kristall da in der Mitte des Kreuzes. Das ist der Kern der Maschine, der Numinos.
aus? Der Numinos ist leer, Großmeister. Deswegen ist er so dunkel. Wenn wir das Leuchtfeuer jetzt entzünden würden, würde seine Energie vollkommen ziellos freigesetzt werden. Mit verheerenden Konsequenzen. Eine Explosion, um das Kind beim Namen zu nennen. Und zwar eine gewaltige. Also heißt das, wir haben die ganze Zeit an einem riesigen Pulverfass gearbeitet? Nein, das Leuchtfeuer kann die Hohen bannen. Je mehr wir lernen, desto sicherer sind wir uns. Aber es braucht eben ein Ziel, eine Art Fokus. Und wenn wir es ohne den entfachen, dann... Naja, dann wird es ungemütlich. Und das merken wir jetzt. Leider können wir beim Bau pyräischer Maschinen auf keinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Also ja, wir merken es jetzt. Das heißt, ohne diesen Numinus ist das Leuchtfeuer sozusagen nutzlos. So sieht es aus, ja. Es tut mir sehr leid, Großmeister. Wir hätten es kommen sehen sollen, wirklich. Wir müssen diesen Numinus finden, und zwar so schnell wie möglich. Ja. Und bevor ihr fragt, nein, wir wissen noch nicht, was genau dieser Numinus ist, geschweige denn, wo wir unsere Suche danach beginnen sollen. Aber wir werden einen Weg finden. Gebt uns eine Woche, vielleicht zwei, dann haben wir Ergebnisse. Ich versichere es euch. Dann los. Prophetin, ruht euch so lange aus. Wer weiß, wie oft euch noch die Möglichkeit dazu bleiben wird. Herrje, zwei Wochen. Was für ein Chaos. So lange halten wir auch durch hier. Kann ich bei der Suche nach diesem Numinus irgendwie helfen? Vermutlich könnt ihr das, ja. Aber für den Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als die Schriften aus Alt-Dutulgrad zum 100. Mal zu lesen und zu hoffen, dass wir irgendetwas übersehen haben. Was zum Henker war das mit dem Siegelmeister Batha? Die Trochesser sagt, er habe uns an die Nerevesen verraten. Ja, das hat er. Und das, obwohl er einer der engsten Vertrauten des Großmeisters war. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wow. Weiß man denn wenigstens, warum er es getan hat? Man kann nur spekulieren. Aber dass er das Verhalten des Großmeisters gegenüber den Nerevesen für leichtsinnig hält, war ja kein Geheimnis. Er scheint einfach nicht zu verstehen, dass das Leuchtfeuer die einzige Chance ist, die wir haben. Das heißt, alles, was wir jetzt tun können, ist nach diesem Numinus suchen. Ja, ich schätze schon. Ihr solltet euch ausruhen. Mir wurde gesagt, welche Rolle ihr bei der Sicherung des Tors gespielt habt. Wir rufen euch dann, sobald wir eure Hilfe benötigen. Ist eigentlich nicht notwendig. Kannst du mich auch aus dem Spiel lassen hier? Danke. Jorik Barthas Verhörbar wurden. Jo, das will ich gerne. Das ist doch alles Wahnsinn. Nichts als Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Yeah. Einfach Wahnsinn. Das ist die Prophetin. Ja. Ich bin richtig. Ich habe genießt. Es muss richtig sein. Es werden Schwerter gezückt. Oh, verdammt. Falsche Tür. Ist er unten oder oben? Schreitet wohl. Oben, okay. Das macht doch keinen Man erwartet Sinn. Viel von euch. Curarium.
genau so habe ich mir das vorgestellt. Es passiert nichts. Oder wir hätten wahrscheinlich ganz Enderal gesprengt. Noch einmal. Warum hast du Pegast getötet? Ich habe sie nicht getötet. Wie oft wollt ihr es noch hören? Die Prophetin hat ein Fläschchen Glimmerkappenstaub in der Nähe ihrer Leiche gefunden. Wie erklärst du das? Vielleicht damit, dass es außer mir noch 1000 andere Schnupfer in dieser Stadt gibt? Verflucht nochmal, ja, ich habe Koarek die Lage unserer Außenposten verraten. Aber mit dem Tod dieser Frau habe ich nichts zu tun. Dann sag uns wenigstens, wen er außer dir noch gekauft hat. Wer die Söldner in Aldrashengrad geschickt hat. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Weißt du warum? Weil dieser Krieg Wahnsinn ist, Thealor. Er ist Wahnsinn. Er ist unnötig. Und du bist zu verblendet, um es zu sehen. Ich bin verblendet? Wer von uns beiden ist bitteschön der Verräter? Wer von uns hat den Tod von über 100 Männern und Frauen zu verantworten? Bleiben wir beim Thema. Anschuldigungen führen uns nirgendwo hin. Ein rechtes Wort aus deinem Mund, Natara. Bravo! Schade, dass sich deine Weisheit in Worten erschöpft. Warst du früher nicht immer die Entschlosseste von uns? 3 Jahrzehnte hast du dieses Land geführt und nie hast du Schwäche gezeigt. Aber kaum kommt der große, totgeglaubte Thealor Arantheal, bist du plötzlich nur noch am Katzbuckeln. Warum, Natara? Glaubst du mittlerweile wirklich auch, dass uns dieser Haufen Altmetall da draußen retten kann? Oder druckst du nur, weil Thealor dir damals das Bett gewärmt hat? Du machst es nur noch schlimmer. Tu ich das? Ihr seid doch so unendlich dumm und verblendet, alle beide. Erkennt ihr denn nicht, was für ein Narr Koarek wirklich ist? Seine verflucht nochmal einzige Bedingung für den Frieden war, dass wir aufhören, irgendeine alte Maschine wieder aufzubauen. Was hätte uns das gekostet? Nichts! Aber nein, Thealor, dir ist dieses Hirngespinst von Zyklen und Hohn wichtiger als alles verdammt, sogar als dein eigenes Volk. Hirngespinst? Du glaubst also allen Ernstes, dass die Bedrohung nicht real ist, nach allem, was passiert ist? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich bin Krieger, kein Gelehrter. Was ich weiß ist, dass wir diesen Krieg nur verlieren können. Und dass für jeden Tag, den wir ihn führen, 100 neue Gräber geschaufelt werden müssen. Hier sind wir sicher, ja. Aber was ist mit den Dörfern, den Bauern? Versteh mich nicht falsch, Thealor. Ich weiß, was ich getan habe, aber manchmal ist ein schneller Schnitt eben besser als ein langsames Ausbluten. Koarek hätte die Stadt eingenommen. Und wir hätten uns ergeben. Vielleicht hätte er Gnade gezeigt. Zumindest gegenüber dem gemeinen Volk. Aber diese Hoffnung können wir jetzt vergessen. Nein, dir ging es nicht um das Land oder um die Leute. Worum es dir ging, ist deine eigene Haut, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, Jorek, vielleicht stimmt das, was du sagst. Vielleicht ist der Kampf aussichtslos. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgeben werde. Weil ich etwas habe, das dir fremd ist, Prinzipien. Die hast du nämlich nicht. Du hast nichts außer deiner Schnapsflasche und deinem verdammten Staub. Du bist ein grauer Mann ohne Talente. Und der einzige Grund, dass du hier bist und nicht in den Gossen der Unterstadt, ist deine Herkunft. Und jetzt sind Hunderte tot, einzig und allein wegen deiner Feigheit. Glaub nicht, dass ich das um unserer Freundschaft willen akzeptieren werde. Ich zähle jetzt bis 3. Wer noch? 1. Na, bist du nicht ein harter Mann, Thealor? 2. Es war das Richtige. Irgendwann wirst du das begreifen. Und dann wirst du dich dafür schämen, was du mir eben angetan hast. 3. Oh. Thealor. Gehen wir. Ich geh mal schnell weg, ne? Das hab ich nicht gehört. Da hat er ihm das Schwert in den Hals gerammt. Mesdames, schreitet wohl. Regelosigkeit vorhanden. Ich glaube, den Sprecher hören wir nicht mehr.
beim Sprechen der Texte erstochen. So klang das gerade. So, gut, dann gehen wir eben rasten und dann gucken wir weiter.